60 Sekunden Selbstständigkeit, heute mit Antje. Antje, was machst du? Ich bin Coachin, systemische Coachin und seit einem Jahr auch Atemcoachin und Breathwork Facilitator. Wie bist du denn überhaupt zur Selbstständigkeit gekommen? Lange Geschichte. Also ich war in meinem alten Job unglücklich. Ich war in der Medienwelt und dann bin ich Mutter geworden und es fiel mir wie Schuppen von den Augen, dass das, was ich eigentlich jeden Tag mache, so wirklich in langen Meetings sitzen und über Headlines irgendwie diskutieren, das kam mir angesichts dieses Wunders Leben, was ich da gerade geboren hatte, so wirklich sinnlos vor, dass ich dachte, das kann ich auf gar keinen Fall weitermachen. Und ich war tatsächlich auch nicht glücklich. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss was anderes her. Und ich wollte mich ehrlicherweise nie selbstständig machen. Also ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich dachte, okay, dann habe ich mehr Kompetenzen, um in anderen Bereichen zu arbeiten. Und dann ist mir die Selbstständigkeit tatsächlich zufällig vor die Füße gerollt. Ein Freund, der Trainer war, meinte zu mir, Antje, sag mal, du hast doch eine Coaching-Ausbildung und Vereinbarkeit ist doch dein Thema. Ich habe hier so einen Workshop, den kann ich aber nicht machen, der ist auf Englisch, willst du das nicht machen? Und dann dachte ich so, ja, wann ist denn der? Ja, in einem Dreivierteljahr. Und ich war damals mit meinem zweiten Kind, wir saßen auf der Wiese bei den Kirchentagen hier in Hamburg, ich habe gestillt und ich habe so gedacht, ein Dreivierteljahr, ja klar, ist überhaupt kein Thema. Und dann kam dieser Workshop ran und ich habe gedacht, was hast du gemacht? Zwei-Tages-Workshop auf Englisch hast du noch nie im Leben gemacht. Also offensichtlich war ich sehr hormonschwanger. Und der Workshop ist super gelaufen. Also die Uni kam zu mir und hat gesagt, also beste Bewertung ever. Frau Rach, wir möchten Sie sofort nochmal buchen. Und dann habe ich gedacht, okay, damit kann ich Geld verdienen. Das ist ja großartig. Ja, und so war ich selbstständig. Mega cool. Also wirklich durch so eine Anfrage, gut gelaufen, gutes Feedback, gleich dann der nächste. Genau. Es hat dann noch ein bisschen gedauert, weil ein Kunde ist natürlich ein Kunde und nicht viele Kunden. Ja. Und bis ich dann wirklich den Weg dahin gefunden habe, dass ich gesagt habe, ja, wir werden das jetzt mehr Kunden, das hat tatsächlich noch ein bisschen Zeit in Anspruch. Das ist klar, das dauert ja auch manchmal einfach. Aber wie hast du das dann ganz konkret gemacht? Ich war bei einem sehr bekannten Vertriebstrainer, von dem ich ehrlicherweise auch 98% weggeschmissen habe, was der gesagt hat. Aber der hat einen Satz gesagt, der wirklich haften geblieben ist. Und zwar hat er gesagt, dein Produkt kann so geil sein, wie es will. Wenn es keiner kauft, ist es 0 Euro wert. Und der Satz, den habe ich mir nach Hause genommen und habe gedacht, okay, was machst du jetzt? Du musst offensichtlich Akquise machen. Und ich habe dann wirklich Kaltakquise gemacht. Also ich habe gedacht, okay, wenn dieses eine Forschungsinstitut ein Weiterbildungsprogramm für seine Mitarbeitenden hat, dann wird es wahrscheinlich auch andere Unis und Forschungsinstitute geben. Und habe dann wirklich die Adressen mir rausgeschrieben und habe dann zu Hause gesessen und habe gedacht, okay, du musst da jetzt anrufen. Und das habe ich auch gemacht und ich hatte eine unglaubliche Erfolgsquote. Also dieser Trainer hat irgendwie von 0,3% Rücklauf gesprochen und ich glaube, 30% meiner Anrufe waren mit einem entsprechenden Ergebnis. Wahnsinn. Woher hast du denn den Mut genommen zur Kaltakquise? Das kann ich dir sagen. Es war tatsächlich so, dass ich, also auf gut Deutsch gesagt, mir ging der Arsch irgendwann auf Grundeis, weil ich wollte nicht einfach nur die Frau von meinem Mann sein, sondern ich wollte wirklich Geld verdienen. Also ich habe gearbeitet, seit ich 13 bin, ehrlicherweise. Und mein Mann verdient das Hauptgeld und ich verdiene dann so ein bisschen in der Selbstständigkeit, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Und es war klar, ich möchte meinen Anteil zahlen und ich möchte auch in der Lage sein, mich im Notfall selber ernähren zu können und meine Kinder. Und dann habe ich gesagt, ja, dann muss das ja auch auf die Straße kommen. Und dann habe ich gesagt, wenn das der Weg ist, dann ist das der Weg. Und das habe ich dann gemacht. Mega cool, weil es trauen sich so viele Menschen nicht, das zu machen, weil sie einfach Angst haben. Und du bist den Schritt einfach gegangen. Deshalb, ja, Wahnsinn. Also ein riesiger Motivator hat dich dann dazu gebracht, das zu machen. Genau. Das war dieses, ich habe gesagt, ich bin selbstständig und jetzt muss das Ding auch irgendwie laufen. Cool. Und dann erzähl nochmal weiter. Dann hast du also die Erfolgsquote gehabt, dann hast du die Workshops gehabt und von da aus ging es dann ja wahrscheinlich einfach. Genau. Und von da aus ging es dann weiter und ich bin auch tatsächlich in diesem Segment extrem unterwegs. Also ich habe selber eine Diplomarbeit geschrieben, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, ich habe mindestens auch 3 Doktortitel, weil ich einfach sehr viele Forschende begleite und es geht vor allen Dingen um Themen der Stressbewältigung, Zeitmanagement und Vereinbarkeit. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass das sind ja sehr smarte Menschen, und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich mit den Mitteln des Coachings bei denen an einen bestimmten Punkt komme und dann nicht weiter.
Und habe dann nach einem körperlichen Tool gesucht, ne? Das, weil wir wissen heutzutage, dass wir unseren Körper mitnehmen müssen bei ganz vielen Themen. Also gerade Stress ist ja was total Körperliches und die Menschen versuchen aber immer, das mit dem Kopf zu lösen. Ja, obwohl wir verspannt sind, obwohl wir nicht schlafen können, obwohl wir Kopfschmerzen haben, ist ja was total Körperliches. Und so bin ich dann irgendwann während der Pandemie tatsächlich, weil ich es selber ausprobiert habe, auf Breathwork kommen. Also ich sage immer, ich mache Atemcoaching und die Leute sagen immer, ja danke Antje, aber atmen kann ich schon und zum Glück, ja, sonst wäre schlecht, aber dass wir atmen können, heißt nicht, dass wir auch richtig atmen. Also wir haben tatsächlich, haben die meisten Menschen in der westlichen Welt total ungesunde Atemmuster, die atmen zu schnell, sie atmen nur in die Brust und dadurch entstehen, auch durch das falsche Atmen, stressen wir uns wieder selbst und dadurch entstehen Phänomene im Körper, wie zum Beispiel Verspannungen, Schmerzen im Rücken, Schnarchen zum Beispiel, das ist was, was durch falsches Atmen kommt. Und das kann man tatsächlich alles verbessern durch Atemtechniken. Also ne, ich gucke mir dann die Menschen an und wir sprechen dann über das Atemmuster. Jeder Mensch hat ein individuelles Atemmuster und das kann man verändern durch bestimmte Techniken. Und dadurch tatsächlich auch Stress und Blockaden im Körper lösen. Und das mache ich jetzt seit einem Jahr und verknüpfe das auch mit dem quasi ursprünglichen Coaching. Und da war für mich total spannend zu sehen, dass ich dachte mir, ich bin ja schon selbstständig, also werde ich das ja wohl irgendwie in mein Business irgendwie mit reinkriegen. So. Und da ich aber tatsächlich sehr, sehr gut gebucht war, habe ich festgestellt, es ist eigentlich, wenn du noch mal was Neues dazu nimmst, wie als wenn du aus dem Angestelltenverhältnis kommst und sagst, ich möchte gründen, dann musst du irgendwie dafür Raum machen. Ja, also so wie du als Angestellter kündigst oder vielleicht sagst, ich gehe in Teilzeit, musst du das auch mit einem funktionierenden Business machen. Und das war tatsächlich so im letzten Jahr meine größte Herausforderung, zu sagen, ich finde diesen Atem so großartig, weil der kann wirklich. Also ich habe da so erstaunliche Dinge mit erlebt, dass ich gedacht habe, ich möchte das in meine Arbeit integrieren. Und das heißt aber auch, dass ich zum Beispiel Stammkunden sagen muss, ich bin jetzt schon ausgebucht. Ja, so. Also stelle ich mir wirklich richtig schwierig vor, den Schritt zu machen. Aber warum möchtest du mehr von dem Atemcoaching machen? Ist das der Reiz, quasi nochmal was Neues zu etablieren? Oder ist das, was es dir selber zurückgibt, an der Stelle größer? Ja. Es ist eher das Zweite, also weil ich das bei mir selber erlebt habe, was das für ein unglaublich großartiges Tool ist. Und es ist ja auch, also wir haben den Atem immer bei uns, ja, du brauchst nichts. Und es hat so unglaublich tolle Effekte, ja. Also Menschen sind ihr Schnarchen losgeworden, Menschen sind ihre Rückenschmerzen losgeworden und tatsächlich auch für die Ausgeglichenheit im Alltag. Also einfach wirklich gestresste Menschen können, wenn sie es tatsächlich regelmäßig tun und meine Atemrezepte sozusagen verwenden, das Wohlbefinden können wir dadurch einfach wirklich verbessern. Und das, finde ich, ist mit dem systemischen Coaching, das hat eben seine Grenzen. Und ich finde das unglaublich toll, wenn Menschen analysieren können, okay, warum habe ich diese Themen? Und dann tatsächlich auch diese körperlichen Techniken nutzen können, um zu sagen, und ich kann mich tatsächlich in die Entspannung bringen. Absolut beeindruckend. Jetzt hast du eingangs ja gesagt, willst auf jeden Fall nicht nur die Nebenrolle sein, sondern willst einfach gut Geld verdienen, deinen Beitrag leisten und auch auf eigenen Füßen stehen. Ziel erreicht? Ich könnte auf eigenen Beinen stehen. Ich finde tatsächlich als selbstständiger Mensch, und das ist mir erst sehr spät bewusst geworden, die Sozialleistungen sind ja, also die Sozialabgaben, gerade Krankenkasse und so weiter, ist wirklich, wirklich hoch. Ja, und ich bin noch nicht da, wo ich hin wollte, aber ich bin auf einem super guten Weg und ja, also das, was ich erreichen wollte, als ich gesagt habe, oh, ich muss jetzt wohl mal Kaltakquise machen, das habe ich auf jeden Fall erreicht. Und was bedeutet Selbstständigkeit für dich? Selbstständigkeit bedeutet für mich Freiheit, Flexibilität und vor allen Dingen, und das habe ich jetzt gemerkt, auch mit dem Atembusiness, dass ich wirklich auch inhaltlich das machen kann, was ich möchte. Und auch wenn ich merke, oh, mir fehlt was, dann kann ich mir das dazu holen. Ja. Und was ich persönlich auch liebe, ich bin super vielseitig und habe nach der Schule nie gewusst, was ich machen soll, weil ich war irgendwie in so vielen Dingen irgendwie gut.
Und ich weiß, für einige ist Buchhaltung zum Beispiel eine Katastrophe, aber ich mag das auch mal so richtig, mich einen Tag in die Zahlen reinzunörden, ja? Und einfach zu wissen, ich habe das irgendwie unter Kontrolle, das ist meins und da kann ich auch gucken, ah, okay, hier muss ich vielleicht mal was ändern, da sind vielleicht die Kosten zu hoch. Das mag ich genauso gerne wie einen Text schreiben oder mir ein Konzept für einen Workshop auszudenken und ich liebe einfach diese totale Vielseitigkeit. Und was würdest du anderen Menschen mit an die Hand geben wollen, die sich gerade selbstständig machen? Das, was ja für mich auch der Schmerzpunkt war tatsächlich, wer gesehen werden will, muss sich zeigen. Das heißt, wenn du dein Business hast, geh raus, mach, und wenn du erstmal nur mit einer Visitenkarte im Netz startest, ja, also, aber man muss dich finden, erzähl aller Welt davon, zeig dich auf Instagram, den sozialen Medien, mach's. Genau, das ist so. Und was ich, weil ich ja aus dem Marketing kam, gemerkt habe, ich habe mir am Anfang viel zu viele Gedanken gemacht, wie mein Logo aussieht, welche Corporate-Farben ich habe. Klar, wenn du aus einem Riesenunternehmen kommst, dann kannst du das nicht eben mal ändern. Aber als Selbstständiger, ganz ehrlich, das merkt ja niemand, wenn du sagst, nee, morgen bin ich rot und nicht blau. Ja? Also von daher, das kann man alles später noch machen, wenn du weißt, was ist dein Thema, raus damit. Sehr cool. Herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg. Danke.